Das grüne Spanien birgt so einige Geheimnisse. Dazu gehört auch der Apfelwein. Wer die ganze Vielfalt Asturiens erleben möchte, kommt am Apfelanbau und am Wein nicht vorbei. Wir erkunden, wie dieses Apfelgetränk hergestellt wird. Wir fahren nach Villaviciosa. Hier ist der Apfelwein Trumpf. Landesweit wird hier die größte Menge des Getränks hergestellt. Europaweit steht die Gegend an vierter Stelle. Dank des fruchtbaren Bodens und dank des Wasserreichtums ist Villaviciosa ein Apfelparadies. Dieses Anbaugebiet gehört Ovidio Tomas. Wie viele Sorten gibt es in Asturien? So ungefähr 500. Hier haben wir 8 bis 10, deren Herkunftsbezeichnungen geschützt sind. Insgesamt 76 Apfelsorten, die zur Weinherstellung genutzt werden, verfügen über diese Bezeichnung. Wie muss ein Apfel zum Keltern sein? Säuerlich und ein bisschen süß. So sollte er sein. Säuerlich und saftig. Jede Apfelsorte schmeckt anders. Aus den Früchten entsteht ein natürlicher Wein, frisch und prickelnd. Wie das Getränk, das hier hergestellt wird. Es ist in der Gegend eines der ältesten seiner Art. Tano Colada gehört hier zur 4. Generation der Weinkelter. Wichtig ist die Apfelauswahl. Je nach Apfelwein nehmen wir unterschiedliche Sorten. Es gibt auch Apfelwein, für den die chemischen Eigenschaften und die Beschaffenheit entscheidend sind. Wenn ich mehr Säure und Bitterstoffe möchte, mische ich bis zu 10 Sorten. Im Keller lagern Fässer aus Kastanienholz. Sie stammen aus dem Jahr 1898. Im 19. Jahrhundert kam dem Betrieb der Gedanke, den Apfelwein prickeln zu lassen. In diesem Keller gor der Apfelwein. Das dabei entstandene Gas wurde erneut dazugegeben, bevor der Wein abgefüllt wurde, um ihn prickeln zu lassen. So wurde der Wein haltbar gemacht, um ihn nach Amerika zu verkaufen. Heutzutage wird ein zweiter Gärvorgang genutzt. Das da sind Flaschen mit Wein während der zweiten Gärung. Nach 18 Monaten wird täglich eine Achteldrehung, also so hier, vorgenommen, damit die Hefe absinken kann. So wie hier. Damit der Apfelwein klar und nicht trüb ist. Das Ergebnis ist prickelnd und weist eine goldene Farbe auf. Ich schmecke die Säure heraus, leicht bitter und mit einem süßen Abgang. Wir besuchen eine Kelterei in Villaviciosa, die beim Apfelwein Altes und Neues verbindet. Wir haben hier viele Sorten: grün, rot, groß, mittel, klein, von allem was. Tino Cortina zeigt uns, wie die Äpfel be- und verarbeitet werden. Nach dem Pressvorgang kommt der Saft zwecks Gärung in Fässer. Das Familienunternehmen bewahrt Traditionen, ist aber auch Veränderungen gegenüber aufgeschlossen. Eine Erfindung ist der geeiste Apfelwein. Verwendet werden tiefgefrorene Früchte. Es war eine Zufallsentdeckung. Der Wein erinnert mich an den Geschmack der Äpfel, die meine Großmutter den Winter überlagerte. Dieser Geschmack hat mich dazu gebracht, geeisten Apfelwein in Asturien herzustellen. Aber am beliebtesten ist hier immer noch der ursprüngliche Apfelwein. Es handelt sich nicht nur um ein Getränk, es ist ein fester Bestandteil des asturischen Brauchtums. Eingeschenkt wird der Wein auf eine ganz besondere Weise. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber ich versuch's. Probieren Sie doch mal. So? Sie müssen Ihren Arm ausstrecken. Oh, gar nicht schlecht. Der asturische Schriftsteller Valentin Andrés drückt es einmal so aus. Wegen des Apfels sind wir aus dem Paradies vertrieben worden. Durch den Apfelwein kehren wir ins Paradies zurück.